Sehr verehrte Gäste, mit Glockenschlag 10 Uhr möchte ich Sie im Namen der Gemeinde Niedergörsdorf und des Ortsteils Bennewitz recht herzlich begrüßen und willkommen heißen zur 200-Jahr-Feier der Schlacht bei Bennewitz vom 6. September 1813. Zu mir auf die Bühne werden jetzt kommen Hans-Michael Hillebrand, maßgeblich verantwortlich für die historische Vorbereitung der Darstellung, die wir am heutigen Wochenende erleben werden. Micha, komm bitte zu mir nach oben. Und natürlich unser Bürgermeister Wilfried Rauhut von der Gemeinde Niedergörsdorf. Zunächst wird Hans-Michael Hillebrand Worte an Sie richten. Liebe Freunde, liebe Dennewitzer, liebe Anwesende, einige Worte zum heutigen Tag. Der 6. September 1813 in Dennewitz. Der große Napoleon kämpfte 1813 um das Überleben seines Kaiserreichs. Die Katastrophe von 1812 im Russlandfeldzug, wo des Kaisers Grand Armee auf den Schneefeldern Russlands unterging, brachte sein Imperium zum Wanken. Die Völker Europas sahen dies als ein Signal für die Erhebung gegen die französische Fremdherrschaft. Mit der Unterstützung Englands, Österreichs und Russlands erhob sich auch das niedergedrückte Preußen und im ganzen Land griffen die Bürger zu den Waffen. Im Frühjahr 1813 rückte Napoleon mit einer neuen Armee in Deutschland ein, mit dem Ziel, seine ins Wanken geratene Macht wiederzugewinnen. Im August, September hatte die französische Offensive das Ziel Berlin wieder zu gewinnen. Und so trafen hier auf den Feldern rund um Dennewitz und den angrenzenden Gemeinden zwei Armeen aufeinander, die ihre Weltanschauung im blutigen Kampf austrugen.
An der Standhaftigkeit der preußischen Armee und ihrer Verbündeten brach hier die französische Offensive endgültig zusammen. Die französischen Armeekorps unter Marschall Ney und Oudinot wurden vernichtend geschlagen. Die Überreste der Armeekorps zogen sich über Jüterbock in Richtung Leipzig zurück. Der Ausgang der Völkerschlacht in Leipzig brachte das Ende des Kaisers in Deutschland. Nüchtern lesen sich in den Geschichtsbüchern die Zahlen von Eroberungen, Siegen und Verlusten. Beschrieben wird nicht die Gräuel und die Furie des Krieges, die hier über diesen Landstrich fegte und das Land für Jahrzehnte in bitterste Armut stürzte. Die Gehöfte waren geplündert und abgebrannt, die Felder verwüstet und die Reste der noch verbliebenen Bevölkerung wurden herangezogen, um die Tausenden von verstümmelten Leichen und Pferdekadaver zu begraben. Auf den Feldern lagen unzählige Verwundete beider Seiten, die auf Hilfe warteten. Gehörte man als verwundeter Soldat zu den siegreichen Verbündeten, hatte man eventuell noch Glück, aufgesammelt zu werden. Ob man aber überlebte, war bei der damaligen medizinischen Betreuung fraglich. Für die Franzosen, Bayern, Sachsen, Badenser, Polen und Italiener, die hier bei Dennewitz für Napoleon in die Schlacht getrieben wurden, gab es keine oder fast keine Hilfe. Der preußische Soldat von 1813 kämpfte hier tapfer für die Freiheit seines Landes. Er kämpfte auch für seine Familie, seinen Acker, sein Handwerk und die Ausübung eines friedlichen Tagewerks. Die Schlacht bei Dennewitz war für Preußen und seine Verbündeten ein großer Sieg für die Befreiung des Landes. Für die Soldaten auf beiden Seiten, die am 6. September 1813 hier bei Dennewitz gekämpft hatten, wird wohl nach dieser mörderischen Schlacht das Wort Frieden eine ganz besondere Bedeutung gehalten haben. Den siegreichen Truppen sowie allen Gefallenen dieses Tages, wobei wir auch die Gefallenen des Gegners einbeziehen sollten, denn es waren ja auch Menschen, wurde dieses Denkmal errichtet. Den Toten dieses schrecklichen Tages zum Gedenken und uns Lebenden stets zur Mahnung. Dennewitz, der 6. September 2013. Die Gemeinde Dennewitz hat es in all den Jahren verstanden, eine gute Tradition und ein unverfälschtes Geschichtsbewusstsein zu entwickeln. Wo einst vor 200 Jahren unsere Vorfahren im erbitterten Kampf gegenüberstanden, begegnen sich heute Freunde und Kameraden. Und so begrüßen wir heute nicht nur Traditionsvereine aus ganz Deutschland, sondern auch aus Polen. Und so tragen wir mit diesem Ort der Begegnung und der Geschichte ein kleines Stück am Bau des gemeinsamen europäischen Hauses bei. Einen persönlichen Dank möchte ich im Namen meiner Kameraden auch an die Gemeinde entrichten, die sich hier vorbildlich in jeder Beziehung die Tradition bewusst ist und uns als uniformierte Einheiten in jeder Frage immer wieder mit Rat und Tat und Unterstützung zur Seite steht. Ein Dankeschön an alle. Ein kleines Dankeschön an Martina Schlanke, die sich hier in jeder Beziehung von früh bis abends fast ihre Gesundheit ruiniert und uns ebenfalls unterstützt. Dankeschön. Ich gebe das weiter an alle Dennewitzer und alle anderen fleißigen Helfer aus nah und fern, denn es waren sehr viele. Sehr geehrte Festgäste, liebe Dennewitzer, ich freue mich ganz besonders, heute mit Ihnen gemeinsam die feierliche Eröffnung der Gedenkfeier zum 200. Jahrestag der Schlacht bei Dennewitz begehen zu können. Dennewitz, ein Dorf mit Geschichte und Tradition, ein Dorf bekannt durch die Schlacht vom 6. September 1813. Ich heiße Sie als Bürgermeister der Gemeinde recht herzlich in Dennewitz willkommen. 200 Jahre Schlacht bei Dennewitz, so ein großes Jubiläum, muss gut vorbereitet sein. Aber ich habe mich eigentlich ganz entspannt darauf geschaut und gedacht, die Dennewitzer haben über Jahrzehnte Übung und Erfahrung. Das Festkomitee unter Regie von Martina Schlanke ist mit engagierten Mitdenkern besetzt. Da kann gar nicht schief gehen. So entstand ein anspruchsvolles 3-Tage-Programm mit allem, was dazugehört. Andacht, Konzerte, Festungszug, Nachstellung der Schlacht durch historische Truppen, Zapfenstreich und Höhenfeuerwerk. Eben, wie man sich eine würdige 200-Jahre-Feier vorstellt. Und quasi jeder Dennewitzer brachte sich mit ein, mit Ideen, mit seinem eigenen Bauernhof, übrigens die Themenhöfe sind ab 11 Uhr geöffnet, mit Kuchenbacken, Gäste unterbringen und bewirten. Ja, es wurde einfach alles getan, um die Bedeutung dieser Feier in Dennewitz zu zeigen und der Freude auf die vielen Gäste Ausdruck zu verleihen. Die Gemeinde Niedergörsdorf stellte in bescheidenem Umfang finanzielle Mittel zur Verfügung, womit hier und da Ordnung und Erneuerung entstehen konnten.
und konzentrierte Gemeindearbeiter mehrere Tausend Dennewitz, um das Dorf von seiner schönsten Seite zu zeigen. Dafür möchte ich allen Beteiligten, in erster Linie aber den Dennewitzer, meinen herzlichen Dank aussprechen. Ein großes Dank geht auch an Firmen, Institutionen, an Vereine und Gruppen, Sponsoren und Förderer dieser Traditionspflege. Ich bin stolz auf Sie und freue mich, dass wir in den letzten Jahren in Dennewitz und Umgebung viele Eckpfeiler der Dorfpflege im Zusammenhang mit unserem Geschichtsbewusstsein setzen konnten. Beispiele dafür waren 1996 Eröffnung des Dorfmuseums in Dennewitz, 1998 Einweihung der Hochzeitsmühle Dennewitz, 2002 Übergabe des Schinkeldenkmals nach umfangreicher Restaurierung, 2003 Sanierung des Bülow-Denkmals, 2008 Erneuerung der Hinweistafeln zum historischen Spaziergang vom 6. September 1813 und in diesem Jahr die komplette Sanierung der Bauchbildbühle in Gölsdorf. Das kann sich sehen lassen. Lassen Sie uns gemeinsam weiter diesen Weg gehen, um das Erbe der Vergangenheit zu bewahren, um Tradition und Zukunft zu verbinden. Ich wünsche Ihnen, liebe Dennewitzer, sowie den zahlreichen Gästen aus nah und fern, erlebnisreiche Stunden, anregende Gespräche, bleibende Eindrücke und vor allem Spaß bei der Entdeckungstour durch unser schmuckes Flemingdorf Dennewitz. Komm bitte zu uns hier hoch, denn wir möchten dir doch hier förmlich Dank sagen. Ich hoffe, du hast dich nicht versteckt. Nein, da kommst du. Komm noch mal hier hoch. Ja, lieber Micha, ich möchte dir heute schon die Gedenkmedaille zur 200-Jahr-Feier der Schlacht bei Dennewitz überreichen und ich darf sie dir hoffentlich auch anheften. Stellvertretend, denke ich, für alle hier Uniformierten, die über Jahre Dennewitz die Treue gehalten haben, Michael Hillebrand, kleine Gedenkbilder überreichen, Niedergörsdorf gestalten, zur Erinnerung an das Festwochenende Schlacht bei Dennewitz vom 6. bis 8. September 2013. Unser Bild mit seinem. Ja, und wie könnte es anders sein? Bei jedem starken Mann an seiner Seite ist eine noch stärkere Frau. Und deshalb, liebe Angelika Hillebrand, komm du doch bitte jetzt auch zu uns nach oben. Also das ist seine Verstärkung sozusagen, Tag und Nacht immer an seiner Seite. Ja, vielleicht könnte der Applaus noch ein bisschen sonnender sein. Aber ich denke, die Truppen sind die eine Sache und ich hatte es in meinen Worten schon ausgeführt, ohne die Dennewitzer geht es nicht. Und ich möchte stellvertretend praktisch für alle Dennewitzer, die sich beteiligt haben, Martina Schlank diesen Blumenstrauß übergeben. Ich glaube, sie hat sehr, sehr, sehr viele Stunden, gerade jetzt in den letzten Tagen, mit zugebracht, es vorzubereiten. Und ich glaube, das haben wir Dennewitzer auch mit unserer Muttermilch schon aufgesungen, für dieses Fest auch zu kämpfen. Bravo! Aber zurück zu ganz viel Freude. Wir haben nämlich noch zwei besondere Ehepaare heute bei uns. Familie Haider ist sicher eins davon. Und jetzt müsste natürlich der Peter den Kranz nochmal ablegen, mit seiner liebsten Bettina zu uns hier auf die Bühne kommen. Mein liebes Publikum, alle, die das wissen, weil sie auch 1988 schon in Dennewitz waren, wissen sicher noch genau, wie wir aus unserem Kindergarten ein Standesamt machten und wie sich Bettina und Peter Haider hier das Jawort fürs Leben gaben. Und ich glaube, das muss gut gewesen sein, denn sie haben durchgehalten. Applaus für Bettina und Peter Haider aus Leipzig zur Silberhochzeit.
eigentlich? Die Standesbeamtin Anja Schmolke wird jetzt ein kleines Erinnerungsgeschenk überreichen. Und natürlich wird auch der Peter einen Gedenkorden bekommen. Nochmal Applaus an das Ehepaar Bettina und Peter Heider. Ja, und ich glaube, jetzt ist der Moment gekommen, wo wir in Gedenken an die vielen gefallenen Opfer heute die Grenze niederlegen werden. Und ich übergebe jetzt wieder zurück an die historischen Vereine. Das fixen alle. Gut, bitte. Der Kirk wird Thank you.
Thank you.